Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. Einige Fußballfreunde haben mich gefragt, was es denn mit der Klage des ägyptischen Anwalts auf sich hat, der Sergio Ramos auf 1 Milliarde Euro Schadensersatz verklagt hat, weil Sergio Ramos im Champions-League-Finale Mohamed Salah übelst verletzt hat, der dann nach einer halben Stunde ausscheiden musste und jetzt eine Schulterverletzung erlitten hat. Nun bin ich kein Fachanwalt für ägyptisches Recht, aber nach deutschem Recht wäre das totaler Quatsch, denn der Einzige, der hier einen zu beziffernden Schaden hätte, wäre Mo Salah. Also zum einen wäre es so, dass er gegebenenfalls strafrechtlich gegen Ramos vorgehen könnte wegen Körperverletzung. Und das andere wäre dann eben daraus folgendes Schmerzensgeld. Nach deutschen Maßstäben wäre dies natürlich viel niedriger. Aber wir haben beim Fußball hier natürlich eine Sportart mit erhöhtem Gefährdungscharakter und Gefährdungspotenzial. Das heißt, man hat eine tatbestandsausschließende Einwilligung. Also man willigt ein, dass man unter Umständen verletzt werden kann. Da gibt es wirklich nur ganz, ganz enge Ausnahmen beim Fußball. Das gilt auch für weitere gefährliche Sportarten. Wenn man also jemandem nachweist, dass er einen vorsätzlich verletzt hat, der muss einen also auch wirklich, er muss es gewollt haben, dass der andere verletzt war. Da, also ich bin jetzt auch kein Sergio Ramos-Fan und ich habe auch die Daumen für Liverpool gedrückt im Champions League-Finale, aber aus dieser Nummer jetzt zu konstruieren, dass Ramos Salah absichtlich verletzt haben will, dass dieser dann einen Schmerzensgeldanspruch hat, das halte ich für viel zu weit hergeholt und ich glaube nicht, dass der ägyptische Kollege mit seiner Milliardenklage da recht bekommt. Wenn ja, werde ich sofort ägyptischer Anwalt und ziehe solche Klagen auch durch, machen wir dann im Massenverfahren. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.